Guten Tag. Stille aushalten. Meine regelmäßigen Social-Media-Videos haben meine Sichtbarkeit deutlich erhöht. Es gibt Anfragen von Bands, die sich hier von uns produzieren lassen möchten. Einzelkünstler, Mixing-Aufträge, Mastering und auch viele Anfragen, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, aus der Industrie. Aber was hat das mit Stille aushalten zu tun? Ich hatte ganz vergessen, dass sich die Mühlen im zuletzt erwähnten Bereich ganz anders drehen. Wenn du nämlich mit einer Band oder mit einzelnen Künstlern arbeitest, ist die Kommunikation ganz einfach. Du schreibst irgendwas, kriegst eine Antwort, fertig. Bei Unternehmen ist das aber ganz anders. Informationen und Entscheidungen müssen nämlich oftmals durch ganz viele Bereiche oder Abteilungen, bis dann irgendwann eine Entscheidung gefällt werden kann. Und das musste mir erstmal wieder bewusst werden. Es gibt natürlich Bereiche, wo die Stille oder das Nicht-Kommunizieren, das Nicht-Antworten psychologisch missbraucht werden. Das ist aber hier nicht der Fall. Die Fragen, die ich gestellt und die Antworten, auf die ich gewartet habe, kamen nämlich an. Ich musste einfach nur die Stille, die ich in der Form nicht gewohnt war, einfach aushalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder schöne Impulse mitgeben. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich dieses coole Hemd schon wieder her habe. Das gibt's bei MR Herrenmoden auf der Liste Meile 29. Schaut da mal vorbei. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao.